Das alte Krankenhaus dieses Ortes litt unter einer ständigen Überbelegung. Deshalb verlangte Adolf Hitler ein zusätzliches, Zitat, der Bedeutung des Landes entsprechendes neues Krankenhaus. Die Kosten für diesen Bau trug die nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Eigentümer wurde jedoch der Ort. Als eine der modernsten nationalsozialistischen Heilstätten wurde das Wehrmachtslazarett in Betrieb genommen. Ursprünglich hatte es Platz für 200 Patienten. Nach Kriegsende diente es als Krankenhaus bzw. Reha-Klinik für Lungenkranke, Stoffwechselkranke und Kriegsgeschädigte. Das dreistöckige Klinikgebäude ist 180 Meter lang und 6000 Quadratmeter groß. Seit der Insolvenz des Betreibers vor 25 Jahren steht der Gebäudekomplex leer. Das beeindruckende Gebäude ist sich selbst überlassen und rottet vor sich hin. Grüß dich und willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Heute gehe ich mit der Lisa auf Lost Place Tour. Grüß euch. Wir beide entdecken ein altes, verlassenes Klinikum, stöbern so ein bisschen in der Vergangenheit und schauen, welche Relikte aus der alten Zeit noch übrig geblieben sind. Los geht's, du kannst uns begleiten. So, wir sind jetzt eine ganze Weile hier durch diesen Wohntrakt anscheinend spaziert. Hier sind hauptsächlich Zimmer und sanitäre Anlagen, aber nicht wirklich was zurückgeblieben und eigentlich echt alles zerstört, gell? Ja, leider alles. Schauen wir mal ins nächste Gebäude, vielleicht haben wir da mehr Glück. Ja, hier draußen sieht man auch, es ist fast alles zerstört, überall sind die Scheiben eingeschlagen. Gut, die Graffiti, darüber könnte ich persönlich jetzt noch hinwegsehen. Lieber toben sich die Jugendlichen hier aus, als an Neubauten. Aber hinter uns ist eine Stelle, die ist sehr vielversprechend. Da kann man nämlich runterschauen in ein altes Schwimmbecken. Und da wollen wir jetzt mal schauen, ob wir da hinkommen. Thank you.
So, wir sind jetzt in einem neuen Gebäude und das hier schaut viel mehr vielversprechend aus. Hier ist noch einiges zurückgelassen und allein dieser Gang hier, das hat schon so was Mystisches, Gruseliges, finde ich, oder? Was denkt ihr? Wir sind jetzt hier auf dem Balkonbereich oder Terrasse und ihr könnt es zwar jetzt gerade nicht sehen, aber hier hinten ist bei schönem Wetter ein unglaublich tolles Bergpanorama. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man hier eine richtig gute Zeit haben könnte oder damals hatte, wenn man hier draußen sitzt auf seinem Stuhl und die Sonne genießt. Ja, ich glaube, so lässt sich schon aushalten. Hier ist unglaublich viel Flüssigkeit am Boden, aber es ist nicht wirklich ersichtlich, was, denn das Fenster hier ist zugebrettert. Es ist eigentlich für mich nicht logisch, dass so viel Regenwasser durch diesen Schlitz durchkommen soll. Ja, eine Schuhputzmaschine, aber nicht nach 21 Uhr benutzen. Wichtig. Wer weiß, für was diese Strichliste ist? Ein paar Erwachsenenwindeln. Benutzt. Ja. Das schaut so aus wie Kühlung von Blutproben oder so. Vielleicht ein Lastenaufzug. Thank you.
Hier geht's auch noch weiter nach oben, aber wir haben einstimmig beschlossen, dass wir hier nicht hochgehen. So riskant. Also das Holz wird's vielleicht noch aushalten, aber... Ja, aber wenn du die Decke hier anschaust und da willst du drauf laufen... Ja, das stimmt. Oben ist bestimmt kein so guter Zustand mehr. Außerdem ist da bestimmt nichts übrig. Wow. Schaut gut aus. Hier sieht man den Innenhof, wo wir vorhin waren. Da ist der Eingang zum Keller, durch den wir in dieses Gebäude gekommen sind. Aber es ist schon unglaublich, wie viel Müll hier rumliegt. Also die Demolage ist ja das eine, aber auch so viel Plastikmüll, die ganzen Sprühdosen von den Graffiti-Sprühern. Schon echt sehr, sehr fertig, dieser Platz. Hier könnt ihr sehen, wieso wir uns dazu entschieden haben, diese schmale Holztreppe nicht hochzugehen. Denn da oben kommt anscheinend ganz, ganz viel Wasser schon durchs Dach und das ist in absolut keinem guten Zustand mehr. Wenn man hier so durch die Gänge geht, dann hat man ständig einen Windzug im Gesicht. Also man spürt ständig die Windbewegung hier. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen einen gruseligen Touch. Ja, gerade habe ich vom Wind gesprochen. Da ist jetzt irgendwo durch einen Windzug eine Tür zugefallen und die Lisa und ich haben uns gerade beide so erschrocken. Wir sind jetzt auf dem Dachboden. Ist doch in keinem so einem schlechten Zustand wie gedacht. Hier zumindest ist überall Betonboden, da trauen wir uns rüber. Jetzt schauen wir mal, ob es hier irgendwas zu entdecken gibt. Ja, da geht es auch nochmal runter. Das ist der Weg, wo wir gerade nicht hoch sind? Na, der muss hinter uns liegen. Stockwerksanzeige. Ah, das war der Aufzug. Mhm.
Wir gehen wieder nach unten. War nicht wirklich was Spektakuläres hier oben, bis auf den Aufzugmotor. Schauen wir mal wieder nach unten. Vielleicht finden wir da noch mehr. Alles voller Daunenfedern hier am Boden. Die Lisa meinte erst, das könnte das Büro vom Chefarzt gewesen sein, weil man kommt hier rein und man merkt deutlich, dass es eine gehobenere Ausstattung, Holzvertäfelung überall. Aber als wir dann hier ums Eck gegangen sind, haben wir die Bar gesehen. Vielleicht war es sowas wie ein Aufenthaltsraum oder ähnliches. Oder was meinst du? Ja, sowas in der Art, was ich jeden Fall. Also mein Stil wäre es ja nicht, aber man sieht schon, das hat früher richtig viel Geld gekostet. Ja, aber gleich da vorne ist eine Bar. Genau. Die war jedenfalls mal gut bestückt. Ja. Auf jeden Fall viele Infoheftchen mit so Tuberkulose. Ja, ganz viel von der Tuberkulose, das habe ich auch schon gesehen. Thank you.
Auch wenn nicht mehr viel übrig ist, bekommt man doch so ein bisschen den Hauch einer Ahnung, wie viel hier früher los war. Das sind ja Unmengen an Zimmern und verschiedene Räume, jetzt da der Aufzug gerade. Man kann sich richtig vorstellen, wie hier drin das Leben pulsiert hat. Es sind Personen im Gang entlang gegangen, man hat Stimmen gehört, Lachen. Und jetzt ist alles nur noch ruhig, man hört nur die Vögel draußen zwitschern. Es ist echt seltsam, dieser Kontrast von dem, was man weiß, es war früher so, und was davon jetzt noch übrig ist. Hier ist noch der Safe. Oh, verschlossen natürlich. Aber ich glaube eh nicht, dass da noch was drin wäre. Wir sind jetzt hier in einer Art Keller. Nee, eigentlich ist es noch kein richtiger Keller, aber hier ist fast kein Sonnenlicht, nur da ganz hinten entfernt. Und man merkt förmlich, wie die Temperatur hier sinkt. Voll mindestens 5 Grad sofort. Ja, also hier ist es echt ein bisschen gruselig. Also wenn wir keine Lampen hätten, wäre es hier stockduster. Und hier sind jede Menge so kleine Räume. Jetzt schauen wir mal, was sich da drin verbirgt. Ja, ich glaube auch.
musste ja in den 90ern geschlossen werden, ja, oder? Die Lisa hat hier eine alte handschriftliche Kostenaufstellung gefunden von verschiedenen Therapiegeräten. Echt interessant, natürlich alles noch in D-Mark. Fremdkapital, Eigenkapital, Zinsen. Interessant. Mhm. Hier sind alle Unterlagen quer verteilt. Lohn. Urlaubskarte. Stundenzettel. Überstundenvergütung. Ah ja. Ja, das scheint das Zimmer einer Sekretärin. Mhm. Ja. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das hier sein könnte. Lisa und ich rätseln gerade. Mich erinnert so ein bisschen an eine Hörtestkabine. Wer weiß. Vielleicht habt ihr die Lösung parat. Hier ist der Fahrstuhlschacht und ich habe vorhin von oben runter geschaut, dachte, da kommt ein weiteres Zimmer und dreht so an den Abgrund, weil es war komplett schwarz und auf einmal geht es da runter. Da habe ich mich richtig erschreckt, weil ich habe auch noch Höhenangst. Jetzt stehen wir quasi am unteren Ende. Da sind auch lauter Möbel reingeworfen worden, wahrscheinlich von ganz oben. Na, na, wer hat Lust auf ein Bad? Schaut aus wie so ein alter Serverschrank. Stimmt, ja. Was war das denn? Das ist wie so ein alter Ofen. Ich kenne so Fangoöfen, die sind halt auch ja so rund am Klappen.
könnte ein Theater gewesen sein, oder? Oder ein Speiseraum oder so? Ja, stimmt, das könnte es auch sein. Itsy-bitsy spider. Lisa und ich haben ja vorhin gerätselt, für was dieser große Raum war. Ich dachte erst ein Theater, die Lisa dachte ein Speisezimmer. Und danach haben wir noch eine Gymnastik- oder Turnmatte entdeckt. Und dann hatte Lisa die Idee, dass es ja auch ein Turnraum oder Bewegungs-Gymnastikraum, was auch immer sein könnte. Und hier ist das Lager davon. Das sind noch ein paar Turnmatten, hier die Sprossenwände. Also war es anscheinend doch sowas in der Turnhalle. Das hier war der Eingangsbereich. Diese Räume hier dienten zur Inhalation. Hier sehen wir Rauminhalation, Feuchtinhalation, Atemtherapie. Also hier hatten wir so Sauerstoffmasken aufgesetzt bekommen und dann hat man hier gesessen und hat inhaliert und gewartet. Darum ist hier auch alles gefliest. Die Heizkessel. Anscheinend sind wir jetzt im Heizungskeller gelandet. Hier ist überall so ein penetranter Metallgeruch gemischt mit Öl. Das hier scheinen die Heizungsanlagen zu sein. Ja. Zumindest das, was davon noch übrig ist. Ja, da wird tatsächlich auch ein ganzer Mensch reinpassen, von der Länge her.
noch. Ja, stimmt. Wow. Diesen Raum haben wir schon am Anfang unserer Tour gesehen, nämlich durch die Glasscheiben, die hier über uns sind. Hier ist der Pool. Ein Riesenpool, natürlich auch wieder alles voll mit Graffiti, aber hier wirkt's. Das ist so mein persönliches Highlight. Schaut richtig gut aus. Jetzt sind wir in der Küche angekommen. Hier ist die Spülmaschine überdimensioniert. Das wundert mich direkt, dass das hier alles noch drin ist. Denn es ist alles aus Edelstahl und Edelstahl ist ja ein sehr wertvolles Metall, also wird hoch gehandelt. Normalerweise wird sowas immer komplett ausgeräumt. Das verrottete Zimmer von eben, das war der Speiseraum. Und hier gab es ein Laufband, wo die Tabletts mit Essen draufgestellt worden sind und dann wurden sie hier rüber geliefert durch diesen Gang. Aber da wollen wir jetzt nicht durchkriechen, da tropft nämlich alles. Und ja, so Kleintiere, Krabbeltiere gibt es da auch ganz viele. Und Schimmel. Und Schimmel, ja. Also die volle Ladung, das ersparen wir uns. Es wird nicht weniger, auch wenn ich nochmal drauf stecke. Mit Kleidung. Ja. Und Rucksack. Ein bisschen schwergängig. Thank you.
Das war's. Es ist echt ein Riesengebäudekomplex. Immer wenn wir gedacht haben, wir haben schon alles gesehen, haben wir nochmal einen Gang oder nochmal eine Treppe entdeckt. Das war echt unglaublich groß. Wir waren gute 3 Stunden, sag ich mal, da mal unterwegs. Mindestens. Also, ja. Erst dachte ich, es ist gar nicht so viel übrig. Da mal ein Bett, da mal ein Schrank. Aber jetzt die letzte halbe Stunde mit dem Pool und der Küche hat sich echt gelohnt. War wirklich spannend anzuschauen und es hat richtig Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst, Lisa. Ja. War echt toll mit dir. Sehr gerne. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Für dich. Wiederschauen.